Oh, das sieht so nach Endboss aus. Da. Moment. Ich muss grad mal mich umschauen. Was ist das denn alles? Unverwandbare Spezialeinheiten. Schön. An alle Wachen. Suche nach dem zweiten Eindringling fortsetzen. Das Schwein wurde gefangen. Sie bringen ihn jetzt rein. Eure Exzellenz. Das Problem wurde aus der Welt geschafft, Eure Exzellenz. Meine besten Männer haben alle Eindringlinge neutralisiert. Hier alles unter Kontrolle, Eure Exzellenz. Diese Kleinigkeit kümmere ich mich selbst. Anscheinend nicht. Komm, der Witz ist, gegen den Typen hätten wir ja in Wirklichkeit keine Chance. Der hat ja keinen Lufttank. Das stimmt wohl. Sterben. Ich würde letztes nicht sofort sehen. Schade, das geht nicht. Ich denke mal. Miss Iris, ein auf Attack. Ah, okay, das macht Sinn. Wo ich dann nur noch. Oh oh. Ist auch schon kaputt, der geht immer automatisch auf die andere Seite. Ah, falsche Taste. Okay, das werde ich wahrscheinlich jetzt ein paar öfter mal machen müssen. Okay. Hä, wieso kommt der Geld aus diesen Strahlen? So nett. Ja, aber es macht. Okay. Ja, auch so komische Energieschüsse haben die Materie und das sind Materiekristalle, also. Irgendwo macht es schon ein wenig Sinn. Naja, gut, aber. Es sind Videospiele, das ist weitaus eine größere Sache. Oh je, das war doof. So, jetzt möchte ich mich mal konzentrieren, dass ich das hier auch schaffe, ohne zu sterben. Okay, das hatten wir dann. Zumindest bis hier. Auch genau auf den Ausgang, um mich frei zu machen, wie nett. Paige, Sie haben Paige! Ohne sie wäre ich es gewesen, der eine Freifahrt in einem ihrer Luxussärge gewonnen hätte.
Und zwar ohne Rückfahrkarte. Ich finde dich, Paige, egal wie. Halte durch. So, dann nehmen wir noch die Perle mit, würde ich sagen. Aber erst lesen wir. Versuchter Terroranschlag in der städtischen Nutri-Pillenfabrik durch Terroristen vom Iris-Netzwerk. Dank der Alpha-Abteilung konnte die Produktionslinie gerettet werden. Einige der Terroristen wurden gefangen genommen. Ah ja. Propaganda. Genau. Nur mit dem Hauptkopf sammelst du die automatisch ein. Schade. Da kommen wir raus, Miss Jade. Dankeschön. Ich heiße Shawnee. Einen geben wir doch mindestens mal ab, oder? Ja, der kann das gebrauchen. Oder noch einen? Nö, erstmal nicht. Okay. Ich würde dann vorschlagen, wir beenden das dann auch mal für heute, weil so langsam wird's anstrengend, ehrlich gesagt. Ja, ein bisschen. Und dann machen wir das ein anderes Mal weiter. Ja. Wir haben ja doch einiges geschafft. Ja, ich glaube, wir haben zumindest für ein, zwei Wochen genug vorproduziert. Dann sollte es erstmal reichen. Okay, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Bis zur nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beyond Good and Evil. Wir sind hier jetzt immer noch in der... Irgendwo, wo sind wir? In der Nutri-Pillen-Fabrik. Und ich muss auch gleich mein Nerdwissen loslassen bezüglich des Endgegners, den wir für euch gerade eben noch besiegt haben. Eine kleine Copyright-Verletzung seitens Konami, beziehungsweise seitens Ubisoft gegen Konami. Der Endgegner trägt den Namen Metal Gear Doms. Jeder, der diese Serie kennen sollte, dem sollte es bekannt vorkommen. Habe ich hier im Soundtrack herausgefunden, den ich nochmal ausgegraben habe bezüglich unseres Let's Plays. Dein Kommentar? Was? Du sitzt so still da, hörst du überhaupt zu? Ja doch, zugehört habe ich schon, aber ich bin gerade irgendwie leicht abwesend, weiß ich nicht. So, was haben wir eigentlich zu tun gerade? Wo müssen wir lang? Müssen wir hier durch? Haben durch den Aufzug da. Ja, den Schlüssel haben wir schon gefunden von diesen kleinen Robotern da. Oh. Die Schlachthäuser werden vom Militär blockiert, oder? Bestätigt. Aber ich glaube, es gibt einen Zugang von der Hovercraft-Rennstrecke in der Nähe der Schlachthäuser. Die Strecke führt direkt unter der Mauer her, die die Schlachthäuser umgibt. So, hätten wir das geklärt. Der hat nur noch eine Energie. Gehen wir da trotzdem durch? Ja, wir haben dem ja schon einen PB1, also Herzcontainer, gegeben. Ja, dann... Guck mal, wie viel Starkus wir haben. Ja. So, Moment. Unterm im Sack. Nein, nur drei. Gib ihm mal eins. Kannst auch hier machen. Boah, bin ich noch gut. Ich hab's noch voll drauf. Und er benutzt... Ja, doch, er benutzt es. Du bist sehr fürsorglich. Oh ja. So sieht's aus. Wir waren eigentlich mit dem Endgegner, waren wir hier schon durch, oder? Ja, meine ich ja, der mit dem... Ach ja, genau, richtig. Ach ja. Oh je, ist schon eine Weile her, seit ich das gespielt habe. Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Ausgang ist nicht weit. Dankeschön. Ja, ein paar Wochen sind es schon von uns. Für euch sind es wahrscheinlich ein, vielleicht zwei Tage. Wenn überhaupt, wenn man das nicht sogar zusammenschneidet in eine Folge. Also das seht ihr dann ihr, nicht ich. Hey, erkennst du diesen Raum wieder? Positiv. Hinter dieser Tür liegt die verfluchte Maschine, mit der sie mein Hirn waschen wollten. Rechts, oder? Ja, hinter dem Pfeil ist ja die Hirnwaschmaschine. Sie müssen springen, Miss Jade. Ah ja, das übliche Mono-Phänomen, beziehungsweise Stereo-Phänomen. Ich hab's wieder nur auf einem Ohr, auf dem Ohr nicht so laut gehört. So, und? Au! Respektiere das Heimteam, Kapitel 12. Achso, na dann. Gut. Was ich auch frage, gibt's auch so schöne Gehirnwaschmaschinen? Kennst du in Amerika diese Waschshops und die ganzen Waschmaschinen? Okay. Ja. Du bist gerade von der oben extra runtergesprungen. Jetzt fährst du mal hoch. Eine sehr gute Frage. Ich dachte, ich probier's nochmal aus. Das sieht bestimmt schön aus. Du trainierst nur deine Knöchel. Richtig. Da war das Labor mit dem Mücken-Easter Egg.
Hui. Hier links ging's her. Ach, Entschuldigung. Ja, ich bin ein wenig verplant. Wir sind hier ja schon fertig. Wir haben den Boss besiegt. Miss Jade. Wir müssen hier nur noch raus. Ah, das ist sehr schön. Diese dunkle Atmosphäre schlägt schon aufs Gemüt. Miss Jade, da unten liegt eine verlorene Perle. Ach ja, genau, die fehlt ja auch noch. Ja, von dem Reaper. Da runterspringen tue ich jetzt aber nicht, oder? Nee, da kommen wir gleich hin. Ach so. Ja. Schreite voran. Ach so. Ah, muss ich mich auch noch bewegen, das ist ja unglaublich. So, Ja, wir sind alles fette, faule Nerds. Genau so sieht's aus. Sah lang, ne? Wir sind fast draußen. Ah, dann diese Kommentare sind immer so hilfreich. Meine? Nee, seine. Eben auch, wir gehen da lang und dann hier geht's lang. Page, ein Mitglied des Iris-Netzwerks? Könnte sein. Frag mich nicht. Zu spät. Dö. Ich weiß nur, wie viel er mir bedeutet hat. Sieht aus, als hättest du wieder all deine grauen Zellen beisammen. Wieder voll da? So langsam. Aber mein Schädel bringt mich um. Die haben mein Hirn gut durchgeschüttelt. Ja, die Untertitel sind ein wenig hinterher. Das liegt aber nicht an uns, wollte ich nur mal so sagen. Hovercraft steht da unten. Von da aus kommen wir dann auch an die Perle von dem Reaper. Da kann ich nicht runter, da muss ich hier rum, ne? Ja. Schade eigentlich, es ist immer noch kein Assassin's Creed. Sie kamen mit dem Hovercraft bis hierher? Also sind Sie an den Wachen vorbeigekommen? Sind wir? Möchtest du nicht mitfahren? Dankeschön. Ja, erinnerst du dich ja noch an diese freundlichen Roboter, die sich immer für unsere Unterstützung bedanken? Ah ja, genau. Richtig. Ah, oh, wo kam die jetzt her? Hab ich gar nicht... Von dem Reaper, der schwimmt hier links rum. Ach ja, richtig, da. Lustigerweise sieht man die Perle immer noch in seinem Auge. Irgendwie habe ich es mit der Steuerung gerade nicht so drauf. Ah ja, besser. Waren ja ein paar Wochen. Ein paar. So, jetzt hier wieder raus und dann... Aber irgendwie ist es mit der... Da. Sackgasse. Nicht. Wir müssen noch eine Etage höher. Da ist dann der Schalter. Ach so. Also muss ich wieder raus? Ja. Nee. Andocken bitte. Oh je, ich frage mich, ob ich das alleine jemals schaffen würde, dieses Spiel. Du hast deine Führerscheinprüfung beim ersten Mal bestanden, oder? Ja. Ja, das sieht so schön aus beim Einparken da. So ein paar Mal gegen den Bordstein rasen. Oh je. Ja, mit einem Hovercraft ist das was anderes. So einen Führerschein habe ich ja nicht. Ich habe ja nur den normalen Autoführerschein. Den langweiligen. Genau, den langweiligen. Den doch jeder hat. Da komme ich nicht durch. So wie es aussieht. Wo bist du eigentlich? Komm der mal ran. Der Mechanismus ist dort drüben. Ich sollte in der Lage sein, den Weg freizuräumen. Ja, deswegen sagte ich ja, komm ran. Der Mechanismus ist dort drüben. Ich sollte in der Lage sein, den Weg freizuräumen. Hab ich schon verstanden, beim ersten Mal. Wir müssen hier irgendwo eine Sicherung. Komm, lass erstmal da einkaufen gehen. Ach ja, wir wie haben jede wieder. Echte Frau. So sieht's aus. Konto, Identifizierung. Okay. Eine Büchse stellt die Lebensenergie vollständig. Wir haben ja genug. Eine Boostkapsel sorgt für eine kurzzeitige Verdreifachung der Maximalgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Dankeschön, haben wir verstanden. So. Hier muss irgendwo eine Sicherung sein. Ja, die haben wir ja schon. Bing. Oh, sehr schön animiert. 2003. Es funktioniert. Double H. Oh, Miss Jade, dieses Ding frisst mich von innen auf. Ich halte es nicht länger aus. Die Jungs von Iris. Vielleicht können sie etwas tun, um mir zu helfen. Meine einzige Hoffnung, bringen sie mich zurück zu Iris. Ich bitte sie. Ich kann nicht atmen, Miss Jade. Schalte auf Notschaltkreis um, aber... Der wird nicht lange halten. Und nun viel Spaß bei 4,5 Minuten bis in die Fußgängerzone.